Liebe Kolleginnen und Kollegen, diesmal begrüße ich Sie aus München, wo wir das letzte Arbeitstreffen haben, zu dieser Veranstaltung, die wir an der Frankfurter Buchmesse abhalten werden. Die Frankfurter Buchmesse ist Ihnen allen bekannt, nicht nur, weil dies ja ein attraktives Gastland ist, sondern auch, weil wir eine Veranstaltung dort haben werden, die für uns Fachleute aus der Informationsvermittlung einzigartig ist. Einzigartig darum, erstens einmal, weil ein sehr aktuelles Thema angesprochen wird, das ist Digitalisierung und was sie für uns als Leute aus der Informationsvermittlungsbranche bedeutet. Und andererseits natürlich auch, weil wir sehr attraktive Referentinnen und Referenten eingeladen haben. Zum einen der Ralf Ball, Direktor von der ETH Bibliothek Zürich, der uns wird sagen, dass Digitalisierung ein Blick in die Zukunft ist, wo die Rezepte aus der Vergangenheit uns nicht sehr viel weiterhelfen werden. Andererseits, weil wir zwei Kolleginnen eingeladen haben, eine aus Österreich, die andere aus Deutschland, die als selbstständige Informationsvermittler sich sehr erfolgreich auf dem Markt von der aufkommenden Digitalisierung sich behaupten können. Und nicht zuletzt, weil sich natürlich auch viele deutsche, Schweizer Kollegen in Frankfurt treffen werden und das sehr attraktiv ist für den gegenseitigen Kontakt, Informationsaustausch. Sie haben jetzt noch im Juli die Gelegenheit, zu einem Vorzugspreis die Veranstaltung können zu buchen. Nachher wird es dann teurer. Nutzen Sie die Gelegenheit und ich würde mich sehr freuen, Sie alle in Frankfurt begrüßen zu können.